moin Leute! Ja, wo bin ich hier? Im Hintergrund seht ihr den Düsseldorfer Bahnhof. Und ja, ich bin hier heute, um mir den Stadtteil hier anzuschauen, wo Little Tokyo ist. Ja, das habe ich schon mal gesehen, das fand ich damals ganz interessant. Und ja, warum nicht mal aufnehmen, um euch das zu zeigen aus meiner Perspektive. Hier sieht man schon japanische Laden. Hier sind viele Restaurants. Cool. Ja, Karten sind an. Takoyaki. Ja, hier stehen die Leute an, um zu essen. Japanese Tantan Ramen. Ja. So, we are closed. Wow, also hier muss man anstehen. Hanaro Supermarkt. Koreanisch-japanischer Supermarkt. Da will ich mal reingehen. Guck mal an, wie viel Reis. Oh, ist das Reis? Reis, tatsächlich. Hier, Hungry-Reis. Gesehen. Aus Nordkorea habe ich mal so eine Doku gesehen. Ja, was kann ich sagen? Also verdammt viel los und sehr interessant. Hier, Hot Chicken Flavor und. Also alles für das japanische Herz oder für die Fans von Japan. Aber der Reis ist ja geil. Der Reis hier, boah, wie teuer ist denn das? Also hier, 5 Kilo kosten 16,40. Cool. Und das 26. Ja, ich war jetzt gerade in dem japanischen Supermarkt hinter mir. Warte. Oder warte, es gibt da. Und super voll, zu viele Leute haben geguckt und ich habe ein paar Sachen gekauft. Was ich jetzt gerade trinke, ist ein japanisches Bier, das heißt Asahi und ja, schmeckt lecker. Düsseldorf schreibt auch auf Japanisch. Wie cool ist das denn? Ich glaube, ich weiß, warum das auf Japanisch steht, weil ich habe gehört, dieses Clayton Hotel ist die erste Anlaufstelle für die Japaner, die hierher kommen. Und die Japaner sind deswegen hier so vertreten, weil japanische Unternehmen hier sind. Und dann schicken sie die Leute hierher ins Clayton Hotel. Meine ich mich zu erinnern. Alles auf Japanisch, wie witzig ist das denn? Oder zumindest viele Wörter. Ah, cool. Also für jeden Anime-Manga-Liebhaber was dabei. Gerade in der Verkehr rein. Manche Leute gehen so. Da hätte ich auch noch. Cool.
ist das denn für ein Eis? Ja. Für die Japaner wahrscheinlich. Witzig. Ich glaube, der ist ein alteingesessener hier. Also auf Japanisch, witzig. Ich darf nicht fotografieren, aber sieht interessant aus. Das ist das Eis hier. Kennt ihr das? Taiyaki im Getränk. Ich bin in der Immermannstraße Oststraße. Also hier ist das. Onigiri, oh, die finde ich ja genial, ne? Onigiri. Die kaufe ich mir jetzt. So, jetzt muss ich mal gucken. Japanische Lebensmittel. Ich mach mal die Kamera aus. Also, hier, die Leute. Onigiri müsst ihr probieren. Ich hoffe, die schmecken hier gut. Ich kann die von Penny oder von Netto oder wie die heißen, also von Netto im Discounter nicht mehr essen. Ah, Leute, das ist super interessant hier. Echt cool. Ich nehme das jetzt einfach mal auf für euch. Mehr schlecht als recht, aber Hauptsache, ihr seht das mal. Also, es ist ein Schuhmacher, aber auf Japanisch. Ah, hier ist ein kleiner Supermarkt, ein kleiner Laden. One Piece. Koreanische Bäckerei. Korean Bakery. Sehr interessant. Das finde ich ja witzig, dass es auf Japanisch steht. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, auf jeden Fall Japanisch.